Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen The Forest. Ja, ich musste mal wieder so eine Nacht durchmachen, da er überhaupt nicht müde wurde. Und ich habe mich gerade, ich habe jetzt nachts ein bisschen Holz gefällt und hab dann halt ja dieses klassische Stöhnen gehört, ne? Also diese komischen Kannibalengeräusche und bin erstmal hier rein. Hab mal Holz sein lassen. Aber er ist mir, glaube ich, nicht gefolgt. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, einen Tag ein bisschen rumgebastelt. Nichts Besonderes gemacht. Ich wollte jetzt hier nochmal ein bisschen Holz außenrum machen. Und dann vielleicht so ein kleines, schmales Dach, damit man hier so ein bisschen windgeschützt ist. Aber hier bleibt es offen, definitiv. Weil ich will hier ja, den Feind bekämpfen. Und dann habe ich, glaube ich, ein mega Fell geleistet. Hier habe ich einen Beistelltisch und eine Couch. Einfach so, weil es nett ist. Und der Fell ist, glaube ich, hier. Ich weiß nicht, ob ich ihn zu sehr in die Wand gebaut habe. Aber ich kann diesen Ofen nicht benutzen. Oder diesen Kamin. Ich dachte, es wäre halt so quasi Lagerfeuer, bloß in Edel. Und ja, konnte ich halt nicht nutzen. Und dann habe ich halt ja, ein Lagerfeuer drauf gebaut. So fast. So laufe ich jetzt nicht mehr durch. Den lasse ich nochmal aus Verteidigungsgründen. Aber ja, das soll eine Schädellampe werden, wenn es mal fertig ist. Ja, so ganz viele kleine Baustellen halt. Ah ja, wir brauchen auch noch ein Schränkchen hier, ne? Weil der ist ja voll. Die könnte man ja noch hier hinsetzen. Oder hier so eine Ecke. Ja, jetzt könnten wir schlafen. Machen wir mal nicht, weil wir wollen den Tag hier haben. Und es müsste jetzt Tag 28 sein. Habe ich jetzt Laden gemacht oder speichern? Speichern, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher gewesen. So, ach ja, wir brauchen was zu essen. Können wir das so schon verzehren? Achso, Vogel haben wir auch noch. Getrockneter Hase. Nehmen wir mal zwei mit und die Vögel. Vogelfleisch. Ja, beim Baumfällen, da kommen ja manchmal immer so ein paar Vögel. Ja, die gehen dann genau in diese Rille rein, wo ich dann halt quasi reinhacke. Und wenn da Vogel drin ist, dann hacke ich halt zu und dann ist er auch tot, ne? Haben wir einen Schluck Wasser. Ah ja, ich habe mir ein bisschen Tarnung wieder gebastelt. Darum habe ich gerade kein Laub. Man muss auch nebenbei alles Laub wegkacken, was es geht. Mein Plan für diese Session ist, ja, wir brauchen Rehfell. Ich brauche Fleisch. Also gehen wir nach, ja, da hinten hin und holen uns die Rehe. Nebenbei können wir Stöckchen sammeln. Und ja, wenn noch Zeit übrig ist, werden noch ein paar Bäume gefällt. Aber bevor wir jetzt losgehen, ja, die Fallen sind nicht ausgelöst. Will ich noch mal kurz gucken, ob der nette Herr oder die nette Dame noch hier rumschleichen. Also das habe ich ja wieder alles abgemäht. Da habe ich auch ein bisschen weggeholzt. Aber scheint weg zu sein. Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat oder ob sie mich gesehen hat. Wenn ich nicht weiß, wo der ist, habe ich keinen Vorteil. Dann lieber schnell zurück. Habe ja auch kein Lämpchen angehabt, sondern wirklich nur Dunkelheit. Ach, hier ist so ein Baumstumpf. Ja, also es ist auf jeden Fall nicht da. Oh, dann tragen wir den. Ach, trinken müssen wir noch. Scheiße. Und. Ach, der Varane ist schon weggegangen. Verdammt. Da ist auch noch ein Stückchen Holz. Hier nachts kann man das mal übersehen. Könnte er schon wieder was essen. War das andere Stückchen Holz da? Dann fahren wir den Karren noch rein.
Oh, jetzt müssen wir auch noch für die Dekolampe Stöckchen haben. Zack. Müsste jetzt auch endlich mal genug Licht sein. Ja, das ist auch von der Treppe, ist mir auch erst später aufgefallen, hier dieser Pfosten. Naja, was ist halt so, ne? Also es soll funktionieren, nicht gut aussehen. Kommen die Häme auf, wir holen uns gleich was zu essen. So, davon habe ich auch noch einen dritten gebaut, weil von diesem... Ich hatte es jetzt gehabt, dass es lange Zeit nicht geregnet hat. Also in der Session, die ich jetzt nicht aufgenommen habe an den Tag, da meine ich... ja, da hat es mal geregnet, aber sonst waren die Dinger hier schon fast leer. Darum habe ich noch einen dritten gebaut. Ich weiß, ich habe unten noch welche, aber egal. So. Jagen. Wir gehen jagen. Achso, habe ich noch... Inventar. Laub haben wir. Für einmal Tarnung wird es noch reichen. Klack. Ich glaube, das Baumhäuschen, da haue ich auch bald weg. Weil ja nicht, dass die da hochklettern und dann von hier drauf springen. Hä, warum geht das hier immer kaputt? Warum verschwindet das immer wieder? Gehen die Büsche vielleicht irgendwann wieder weg? Ja, hier sind die Fallen auch nicht ausgelöst worden. Und boah. Das erste Lager quasi. Und man sieht hier richtig, das ist schlecht geworden. Aber das Gute ist ja, man kann es gleich wieder hinhängen und es ist frisch. Oh ne, das war das Falsche. Ach, jetzt hängt das Beinchen auch da. Ah ne, wir haben alles aufgehangen. Also ich weiß noch, als wir hinten mal irgendwie Holz gesammelt haben, haben wir auf jeden Fall auch ein paar, ein, zwei Rehe gesehen. Wir brauchen, glaube ich, 5 Felle. Das heißt, 5 tote Bambis. Nebenbei Stöckchen sammeln. Und vielleicht finden wir nochmal den Eingang. Zur der Höhle. Ah. Laub brauchen wir auch. Oh, das geht auch mit dem Speer kaputt? Cool. Habe ich bisher noch nie getestet gehabt, aber geht. Also Speer ist eindeutig meine Lieblingswaffe hier. Noch nichts Besseres gefunden. Das war ich mir auch gerade. Gibt es vielleicht noch eine bessere Axt? Geh mal kurz ins Menü. Stock, vielleicht mit einem Stein. Handgemachte Axt und ein Seil. Kann ich die noch verbessern? Schaden. Brennbar. Nee. Schadenmittel. Mehr Schaden als die andere Axt. Vielleicht können wir mit der besser Bäume zerhackstückeln. Müssen wir mal testen. Welche Axt ist besser? Ich hätte schwören können, wir haben letztes Mal Bambis gesehen. Sind wir vielleicht zu laut? Auch Laub. Alles. Oh, oh, oh. Bambi. Nein, nicht mit Katana. Bambi braucht Pfeil.
Wo ging der denn hin? Das habe ich doch noch gesehen. Da ist es. Toll, ich habe das Laub kaputt geschossen. Ah, es hat gepiept. Mal quasi zwei angeschossen. Mal gucken, ob wir das andere nachher wiederfinden. Ah, da ist auch eins. Wo ist das andere angeschossen hin? Komm mal her, Bambi. Ich weiß, wo deine Mutter ist. Der hängt bei mir zu Hause. Hey. Jetzt haben wir doch beide verloren. Oh Mann. Ist ein Zelt. Aber leer. Ein Kochtopf! Ein Kochtopf! Es gibt ihn! Wir haben ihn! Ein alter Kochtopf! Halleluja! Halleluja! Ein Kochtopf! Unfassbar. Was ist das denn da? Die sehen aber komisch aus. Naja. Ein Kochtopf. Ey, und wir suchen den in Höhlen und sonst wo. Und hier mitten im Wald liegt er. So, jetzt suchen wir nur noch die Bambis. Dass die mit einem Pfeil auch nicht sterben, diese Viecher. Och, das gibt's doch nicht. Ich hätte das andere verfolgen sollen. Holen wir uns mal ein bisschen Laub wieder. Ah, das sind wohl, glaube ich, wieder giftige Beeren. Die sammeln wir mal ein. Nee, ich will einsammeln. Nur zwei? Nee. Ja, gut. Oder passt auf, ich habe sie jeweils einmal getroffen und sind dann halt verblutet, aber irgendwo umgekippt, wo ich sie nicht wiederfinde. Ich noch mein Zuhause eigentlich? Ja, da hinten. Okay. Ah, wir haben einen Kochtopf. Es hat sich schon gelohnt. Es hat sich gelohnt. Das Problem, was mir gerade einfällt, ist, der Kochtopf, den braucht man ja deswegen, damit man am Wasser, am Fluss, sich Wasser holt und es abkocht. Ich habe aber bei mir doch einen See, habe ich draußen. Naja, wir haben einen. Ich weiß nicht, was man noch mitmachen kann. Wir können vielleicht Topf schlagen mit den, ja, Kannibalen spielen. Dafür könnte man den auch noch gebrauchen. Vielleicht kann man sich auch eine Suppe kochen oder so. Ey, wo sind die Bambis? Ich laufe wie ein Bekloppter durch den Wald und finde keine mehr. Ein anderer See. Ja, dann holen wir uns jetzt ein paar Fischis. Was ist denn da?
Pilz, ist er giftig? Nee, er bringt gar nichts. Drei Fische können wir ertragen. Ja, komm, nimm mit da. Zack, so einfach geht das. Ach, da hinten waren wir vorhin. Oder sind das andere Zelte? Nö. Andere Zelte, cool. Tücher. Alkohol, ganz wichtig. Pfeile. Oh, was ist das denn da? Amerikanische irgendwas. Oh. Ach, geil! Die wollten die haben Marshmallows mit den Leichen gegessen. Einfach so in die Leichen gesteckt. Cool. Noch ein Topf. Ihr wollt mich doch verarschen. Jetzt finde ich auf einmal die ganzen Töpfe oder was? Ey, The Forest, ey, du willst mich echt verarschen. Rucksack. Noch mehr Pfeile. Geld. Stock haben wir schon. Ja, wir hätten einfach in den Wald gehen sollen. Noch mehr Pilze. Oh, die sind nicht gut, die Pilze. Ah, davon haben wir auch genug. Und wir sind nicht allein. Und da ist ein Bambi. Wurden wir gesehen? Wir wurden gesehen. Ach, deine Mama! Na, komm her! Ich bin Katana Joe! Ha? Wo ist der andere? Komm her! Kann ich auch, Junge! So. Leichen? Lagerfeuer, scheiße. Geht nicht. Verdammt. Warte mal. Wir bauen schnell ein Lagerfeuer. Eure Knochen will ich haben. Entschuldigung, wenn ich gerade so komisch gelacht habe, aber... Die haben mich gerade aufgeregt. Ja, jetzt kommt hier ein Bambi, ne? Jetzt hast du Mut. Ja, warte, warte. Erstmal werden die Leichen verbrannt. Wo ist der zweite? Stellt sich da schon Vogel drauf. So. Oh, hier sind noch mehr Kisten. Ich habe mich auch verdrückt. Eigentlich wollte ich hier eins drücken. Boah, ich kann nicht mehr tragen. Ich bin voller Pfeile. Oh, ich bin erschrocken. Und ein bisschen Alkohol wieder. Gut. Bambi, ich komme gleich zu dir. Alles mit eins nach dem anderen. Haben wir irgendwas noch zu essen da? Haben uns ja gerade ein bisschen... nee, ich habe nichts dabei. Aber dann essen wir hier einen Snack. Na, erstmal noch einen. Ich will wieder voll Energie haben. Falls hier noch ein Kannibale kommt. Oh, oh, Bambi. Komm mal her. Scheiße, aber Leben. Da ist noch einer. Ja. Scheiße, auf den Fall. Wir haben genug. Wollte schon Pfeile einsammeln. Lauf nicht weg. Komm mal her. Komm mal hier. Oh, Campingstuhl. Oh, wo führt mich das Vieh denn hin? Also mit Schleichen oder so kannst du knicken. Ich hab's doch schon wieder aus den Augen verloren. Weiß es.
Wie? Lebst du immer noch? Ich hab dir schon zwei Pfeile reingeschossen. Du musst auch mal sterben. Lief es noch? Ist nicht wahr. Ja, ich scheuche es in die Richtung, aber. Nee, du bist jetzt ein anderes. Ja, endlich. 1, 2. Na, da steckt auch noch einer. Ich will den auch noch haben. 3. Das haben wir uns wohl verdient. Ah. Sonne geht schon wieder unter, glaube ich. Vielleicht mal so ein Bambi mit einem Feuerpfeil töten. Vielleicht kannst du nicht mehr weglaufen. Müssen wir aufpassen, so allzu lang können wir nicht mehr. Weil leider geht es in The Forest ja sehr schnell die Sonne runter. Wenn sie halt so fast untergegangen ist, dann geht's ja rapido und dann ist ja wieder dunkel. Weg. Gibt es vielleicht so Bambi-Fallen, die man aufstellen kann? Na gut, also hier übernachte ich definitiv nicht. Hier waren mir auf jeden Fall zu viele Kannibalen. Ah ja, wir haben keine Karte. Gut, dann würde ich sagen, das Zuhause. Da ist das Zuhause. Hey, willst du mich veräppeln? Was denn hin? Bleib stehen! Scheiße, ist das dunkel. Das Vieh hin? Bist du das da? Nee, ich weiß nicht, was ich getroffen habe, doch. Alter, was treffe ich denn? Verkackte. Entschuldigung. Ich habe alles getroffen, bloß nicht Bambi. Ist es denn hin? Komm mal hier. Kleines Bambi. Da ist es sogar. Nein. Nicht einfach Piep machen oder so Piep. Sterben.
Da ist auf jeden Fall ein Totem von. Nicht, dass ich jetzt hier ins feindliche Lager komme. Ich weiß nicht, wie das ich zielen soll. Oh, haben es doch erlegt. Wie voll? Verdammt. Oh, 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 okay. Ja. Entschuldigung, ihr habt wahrscheinlich nicht viel gesehen. Ich mach mal das Licht an. Jetzt mal ab nach Hause. Ah, wir sind schon fast zu Hause gewesen. Ja, also ich. Oh, oh. Oh, oh. Hallo, hi, Jungs, wie geht's? Ja, ich hab euch auch lieb. Das sind mehrere. Ich weiß nicht, wie viele. Es sind ein paar. Ja, findest du das lustig? Ich find's auch lustig. Das waren, glaube ich, 6 Stück oder so. Das war ein ganzes Rudel. Ja, ich weiß, ihr kommt. Ja. Lasst mich doch einfach mal in Ruhe. Hör zu. Mach das da, schließ das ab, Junge. Ja, hier ist doch was kaputt. Das fällt mir gerade auf. Hier war doch mal irgendwie eine Lampe oder so. So. Jetzt fehlt mir hier ein Podest. Fuck. Da hinten ist einer. Ist jetzt nur der eine oder kann ich hier drauf hüpfen? Ja! Uns ist kalt. Ach Mensch. Hunger hat er auch. Auch ein bisschen Platz. Wir machen uns erstmal was zu essen. So viel Zeit muss sein. Also hier kommt ein Podest hin irgendwie. Der hängt da. Oder scheint allein zu sein. Und der nervt mich auch. Ich esse erstmal was. Können wir auch was trinken? Und trinken können wir auch. Und den holen wir uns hier nochmal. Oh, warte mal. Bevor wir ihn töten und aus den Knochen machen, machen wir nochmal schnell eine Knochenrüstung. Was brauchen wir noch für eine Knochenrüstung? Tücher. Gut, haben keine Knochen mehr. Ja, dann. Na komm her. Oh. Oh. Hm. Da waren noch so viele. Hat nur die eine mich verfolgt? So schnell war ich doch gar nicht. Wieder abschließen. Also hier muss ein Podest her. Ich muss da drüber gucken können. Und hier war doch mal eine Lampe. Warum ist die kaputt? Waren die schon mal hier oben und haben das vielleicht kaputtgeschlagen?
haben natürlich keine Falle ausgelöst, ne? Ah, vielleicht müsste ich dazwischen nochmal eine bauen. Da so, wo jetzt die Pfeilspitze hin zeigt. Hat sich schon aufgelöst. Ah, und außerdem haben wir hier noch die Kiste. Die jetzt voll ist. Okay. Kopf brauchen wir nicht. Gucken wir nochmal. Die Falle ist nicht ausgelöst. Und die auch nicht. Gehen die da immer noch rum? Ein Fernglas wäre cool, aber ich glaube, sieht nicht so aus. Hm. Die waren, glaube ich, genauso überrascht wie, wie ich auch. Und sind dann wieder weggerannt. Ja, gut. Also oben baue ich dann, ich mache dann nächsten Tag wieder mal so einen Holzfällertag, baue da oben ein bisschen was an und hier bauen wir gleich mal eine Plattform, dass ich das nicht vergesse. Vielleicht könnte hier mal einen Tag hier unten Holz fällen. Und da vielleicht nochmal eine Falle bauen. Ich glaube, das markiere ich jetzt als erstes. Das machen wir nochmal schnell, bevor ich die Folge beende. Nein, ah. Aber da habe ich das Problem, komme ich mit diesem Seil vielleicht an diese Plattform ran, weil sonst bringt mir die Plattform ja nichts. Offener Pavillon, wie groß ist denn der? Okay, wie komme ich da hoch? Wir könnten den ja einfach hier so vielleicht. Enge Brücke hier rüber? Und dann hätte ich doch meinen Turm. Aber um das zu testen, ey, 30 Bäume fällen und dann gucken, ob es funktioniert. Und sonst ärgern. Sieht cool aus. Ach, das Ding bauen wir jetzt einfach mal. Einfach, weil es cool aussieht. Zack. So, das könnten wir, müssten wir wegreißen vielleicht. Nee. Ich glaube, da, den packen wir noch ein bisschen zur Seite. Ich reiße ihn nochmal ab. 60 Holz, 60 Stöcker. Ja. Das ist, auch wieder so ein Projekt. Das ist... Sieht aber cool aus. Ich dachte, dass wir irgendwie vielleicht anders drehen. Ist das vielleicht gerade? Wir holen es mal ran, ja. Könnte passen, ne? So, bisschen höher. Hm. Ach, ist zu nah. Scheiße. Nee, ist zu nah. Sorry. Nochmal. So. Also gerade ist er. Bisschen weiter weg musst du schon stehen, mein Freund. Bisschen höher. So, jetzt aber. Dann eine Hängebrücke. Das ist aber jetzt weit rechts. Ist. Hm. Egal. Wird schon klappen. Ich baue das jetzt. Aber erst am nächsten Tag. Ich kann mich jetzt ruhig schlafen legen. Können wir ja ruhig machen. Da mache ich dann ein, zwei Tage durch. Und dann geht das schon wieder. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, ein Like. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.